Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen kleinen Folge Minecraft. So, einmal kurz bitte das Bild landen. So, zu einer neuen kleinen weiteren Folge Minecraft. In der letzten Folge sind wir ja gestorben, haben aber auch ein paar Sachen erbeutet. Auf jeden Fall will ich jetzt gucken, was da unten drin ist. So, Leute. Die Aufnahme läuft. Beim letzten Mal waren wir ja hier. Ich wollte den Stein da mitnehmen. Dafür sind wir hauptsächlich hier gekommen. Zack, da haben wir das. So. Ich habe mich nur das letzte Mal hier drauf gestellt. So. Jetzt mal wieder Inventar sortieren. Oh, ich sehe gerade, ich habe die zweiten Boots verloren. Egal. Aber auch da vorne sein. Das ist aber da vorne. Mal Server, dann gehe ich erstmal meinen Hund abholen. So Leute, sorry, dass ich gerade nicht so viel rede. Ich bin etwas spät, bin mich also ein bisschen wieder am Verbiegen gerade. Aber wir haben es jetzt gerade quasi geschafft. Ich würde quasi sagen, dass hier soll irgendwo der Schatz sein, mag. So. Ja.
jetzt haben wir uns schon mal unter die Erde gegraben. Würde mal sagen, machen wir mal ein bisschen Licht. Und ich würde sagen, wir stehen sogar genau drauf. Leute, wir finden den Schatz gerade nicht. Ich sollte mal hier was essen. So Leute, wir sind jetzt gerade auf jeden Fall auf der. So. Hier in die Richtung müsste irgendwo der Schatz sein. Ich grabe jetzt hier mal ein bisschen was auf. Ich weiß ja nie, wie tief so ein Schatz unter der Erde ist, das ist das Problem. Das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen aufbauen, bis ich die richtige Stelle finde.
man hier noch ein bisschen abbauen. Das finde ich gut. Aua. Alter, hört doch mal auf, an jedem Stein hier festzuhängen. Bist du irgendwie geistig behindert? Nein, Alter! Boah, ich muss mich echt wieder auf die Tastatur einspielen. Ich komme gar nicht klar. So. Gott sei Dank wissen wir ja ungefähr, wo es ist. So Leute, jetzt aber echt mal. Ich stehe quasi genau drauf. Das hat die. Ah, da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Jetzt müssen wir aber echt mal sagen, da war was Gutes dran. Sorry war aber. Hier, der Scheiß kann da dran bleiben. Eine Schatzkarte kann hier dran bleiben, was sind ja eh die zwei dieselben, ne? So. Die Fische nehmen wir wofür mit? So. Da würde ich schon sagen, hat es sich gelohnt. Bauen wir uns wieder den Ausgang rum. Thank you.
gehen wir mal zurück. Wie viele Minuten sind wir? 15. Okidoki, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber, zurück hier. Ich würde dann sagen, gehen wir mal hier meine Mine, meine Diamanten, Obsidian und so, das sollten wir jetzt mal alles so machen. So, quasi den ganzen Scheiß hier rein, Dias, Meeresperle. Hier, wir können nochmal anbauen, das ist auch gut. Ein bisschen Cannabis anbauen und so. Da knallt die Wirkung richtig gut. Hier, 100 Watt Sticks. So. So. Stimmt. So war das jetzt. Du kannst ja jetzt die Dinge hier so nebeneinander setzen. Besseres Lagersystem und so. Den ganzen wertvollen Stuff erstmal raus. Hier, den ganzen anderen Müll erstmal raus. Zack, zack. Zack, zack. So, hier kommt der ganze Sonnenmüll wieder rein. So. Spitzhacken auffüllen, machen wir mal ein paar mehr Sticks. Hier kommt die Eisenspitzhacke hin. Ich wollte sowieso ein paar Sticks mehr mitnehmen. Wir brauchen Eisen für einen Eimer. Das hier und das hier kann auch noch da rein. Eisen für den Eimer und die Karotten und die Seeds. Okay, von Seeds können wir eigentlich schon mal ein paar mehr. Warte mal kurz, Leute, ich stelle mal die Spitze und den Slicer. Den hier setzen wir jetzt mal, mit dem ich die ganze Zeit hier vor die Rinse läuft. Weißt du, ich sammle erstmal so 10 Samen. Das muss ja nicht mehr reichen. So, 10 Kartoffeln, 10 Möhren, 10 Dings. Machen wir das aber erstmal hier so hin. So, ich brauche sowieso ein bisschen Dings. Und Karotten tun wir dann hier hin. Zack. Dann haben wir hier erstmal das provisorische Feld. So Leute, jetzt sind wir gerade bei 20 Minuten, passt doch. Hier haben wir auch nochmal Eisen, das heißt, wir machen das jetzt mal 2 Eimer. Den ganzen Shit Fackeln. Da
Der Shit kommt wieder zurück. Gebratener Kreuzlauch, gebratener Lachs. So. Ich brauche eine Gierspitzhacke einmal. Einen für ein Enchanting Table. Ach guck mal, wir haben sogar ein Buch für ein Enchanting Table. Ja, warte, wir brauchen zwei. Warte mal. Wie war das vom Enchanting Table nochmal? Buch nach oben. Zwei Dias zur Seite und dann hier Obsidian rein. Genau. Quasi, dass dann hier dieses Obsidian dann hier auch noch so ist. Seht ihr, was ich meine? So, das heißt nochmal zwei dafür und dann habe ich nochmal drei übrig. Passt doch. Passt. Ich habe genau diese Juwelenmenge bekommen, die ich brauche. Sticks. Zack. 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 Würde mal sagen, nehmen wir das mal mit. Kalibrieren wir davon eins mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir runter. So, Leute. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gesammelt, würde ich sagen. Gehen auf jeden Fall direkt hier hinten in die Höhle bei uns. Sammeln da direkt das Obsidian. Und sobald wir das Obsidian gefarmt haben, können wir direkt das Netherpearl anschmeißen und den Rest machen. So. Lissi können wir mal nehmen. Lissi ist eine gute Sache. Brauchen wir auch sehr gut. Zum Haus bauen und so. So, Lissi können wir eigentlich immer fahren. So. Die ist was giftiger, da müssen wir was aufpassen. Ah, jetzt hat die uns vergiftet. Das heißt, hier irgendwo ist ein Höhlengang oder ein Spawner. Höhlengänger. Oh oh. Spawner. Hätten wir auslöschen. So klar, ne? Ich kann jetzt hier die Mine entlang laufen und mich langweilen oder halt was anderes entdecken und mich langweilen.
So. Hier haben wir aber noch. Boah, diese Spinnen machen mich Wahnsinn. Hier haben wir noch übelst viele Eisen, das nehmen wir alles mit. So. Eisen ist immer gut, kann man immer gebrauchen. So. Ich hoffe, es hat euch übrigens bis jetzt mit den, also Änderungen, die ich so vorhabe, gefallen. Weil ich versuche mir damit jetzt echt ein bisschen Mühe zu geben, damit ihr Bescheid wisst. Also es wäre echt nett, wenn ihr das nicht direkt wieder zur Runde machen würdet. Wir können es ja erstmal ausprobieren. Mal gucken, wie es da mit dem Twitch und dem YouTube läuft. Wenn das gut läuft, dann können wir das ja so beibehalten. Wenn nicht, dann ändern wir da was dran. Versteht ihr, was ich meine? Eigentlich bin ich hier runtergekommen, um Obsidian zu farmen und nicht mehr. Farm jetzt hier Obsidian ganz einfach. Standardgemäß erstmal hier das Eisen. So, dann fahren wir jetzt ein bisschen Obsidian. Ich würde sagen, für die restliche Folge fahren wir jetzt noch Obsidian und arbeiten uns dann schon mal hoch, quasi wieder nach oben an die Oberfläche. Erkunden dann auch noch ein bisschen die Höhle im nächsten Part, würde ich sagen. Jetzt haben wir zwei, warte mal kurz. Wir machen das quasi so. Zwei, ich brauche drei, sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 brauche ich allein für ein Netherportal und einen Zaubertisch. Machen wir erstmal 14. So. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe jetzt einen YouTube-Plan aufgestellt. Und zwar gibt es jeden Tag etwas auf YouTube. Also es wird jetzt jeden Tag ein Let's Play kommen, außer sonntags, da kommen Livestreams, da kommt dann kein Let's Play. Sonntag ist auf YouTube unser Livestream-Tag, um den alten Zeiten entgegenzuwecken. Aber auf Twitch wird, warte, ich gucke jetzt gleich mal meinem Handy nach. Ich baue jetzt kurz noch den Block ab, dann gucke ich kurz mal meinem Handy nach, wie das jetzt war. Ich glaube Sonntag, warte, ich gucke nach. Sonst verplapper ich gleich wieder, wann wir auf Twitch streamen, quasi. Auf Twitch streamen wir Samstag, Dienstags und Donnerstag streamen wir auf Twitch. Also 3 Tage die Woche auf Twitch und einen Tag dann halt auf YouTube. Und das immer sonntags, sage ich jetzt schon von vornherein. Immer sonntags wird das sein. Seid gefasst, sonntags gibt es Streams auf YouTube und die restlichen 3 Tage, also Dienstag, Donnerstag und Samstag, gibt es dann Streams auf Twitch. Da könnt ihr dann gerne auch vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung, würde ich mal sagen. So wie in meinem allerersten Video. Das ist quasi sozusagen damit ein Neuanfang für meinen Kanal, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch gedacht, so kurz vor den 100 Abonnenten, da muss ich jetzt mal was Besonderes für meinen Kanal tun. Und das tue ich jetzt auch gerade. Ich tue meinem Kanal was Gutes, euch was Gutes. So haben wir alle einen guten gemeinsamen Spaß daran, Videos zu gucken und zu produzieren. Also ich habe ganz besonders Spaß daran, Videos zu produzieren, wenn jemand zuguckt. Aber naja, es steigert sich hoffentlich jetzt die nächsten paar Male, indem ich jetzt hier ein bisschen hochlade, noch einen Block, dann sind wir fertig. Also was heißt aktiv sein und so ist natürlich das Wichtigste auf YouTube, ne? Also ich kenne Leute, die sind dadurch pleite gegangen, weil sie nicht aktiv waren. So, jetzt haben wir hier auch alles gelootet. Gehen wir noch ein bisschen Eisen suchen und gehen dann so in Richtung nach oben. Das Ding ist, ich kann hier Gold mitnehmen, ne? Kann man das mit nur mit Eisen, ne? Ja.
So, haben wir den auch gekriegt. So, hier holen wir noch ein bisschen Eisen her. Und dann würde ich sagen, gehen wir wirklich mal zurück. Gucken wir noch mal kurz hier unten rein. Hier sah das nämlich gerade zu leer aus. Hier ist nochmal Eisen. Das können wir jetzt gleich. Oh, hier ist es nicht leer. Okay. Hier muss es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter runter. Ich sammle noch kurz das Eisen mit. Ein, quasi. Also das Wichtigste ist Glück, Effizienz und Reparatur auf meiner Spitzhacke zu haben. Glück, Effizienz und Reparatur. Wenn wir das alles haben, dann bin ich glücklich. Jetzt hier auch nochmal wo besonders hin. Sieht aus wie eine Bucht. Ah, geht in die Bucht hier. Ja, ich kenne die Bucht sogar. Oder? Hier ist ein Brandschiff. Ist das die Bucht? Gehen wir hoch hier. Lol. Ich wusste nicht, dass diese Bucht hier auch nochmal ein Piratenschiff existiert. So, gucken wir mal die Schatzkarte noch an. Ach, schon wieder dieselbe Schatzkarte. Okay. Vorne ist Wüste, das ist gut zu wissen. Vorne sind Schafe, die gehe ich mal kurz klären. Ich brauche nämlich noch ein paar Schafe für ein Bett. Und dadurch, dass hier gerade so passend Schafe sind, wette ich die jetzt auch mal weg, würde ich sagen. So. Jetzt zwei Wolle. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Fress ich nochmal was, dann kann ich wieder sprinten. So. Hier sind wahrscheinlich keine Schafe mehr. Ne? Nee. Dann gehe ich hier nach Hause, Schwester. Oh. Hier sind Hühner. Warte, die muss ich mitnehmen, Leute. Hühner sind mega wichtig.
Warte mal kurz. Hier vorne irgendwo, ja, hier. So, kommt her. Vier kleinen Weiber, kommt in meine Falle. Ich steck euch alle in eine Falle. Ich tu die erstmal in den Keller einsperren. Dann habe ich nämlich wenigstens erstmal die safe, dann baue ich einen Stall. Und dann rage ich die da alle rein. Zwei, drei, vier. Gehen wir erstmal auf kleine, enge Massentierhaltung, würde ich sagen. So, einmal kurz Zaun craften. Das bedeutet quasi einmal das hier, das reicht schon. So. So. Jetzt haben wir das aufgehört. Bei wie vielen Minuten sind wir? Okay, wir machen Abmoderation, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, Leute. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, weil wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr alle weiteren Uploads, also Video-Hochladungen und Nachrichten in die Abo-Box. Und es würde mich sehr herzlich freuen, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und...